Ja, guten Morgen, die Herrschaft. Moin, ich habe überlegt, auf dem krummen Bein kann man nicht stehen, habe ich gesagt. Nein. Passen Sie mal auf, Herr Hawks. Ja. Ich habe schlaflose Nächte verbracht. Ich wollte dieses Umland West, dieses Agrarbau, dann doch nochmal machen, weil es hat mich genervt. Wir haben das noch nicht gemacht und ich möchte den Einfluss da auch nicht verlieren. Ja, dann nehmen Sie ihn an, dann machen wir das. Das wäre so meine Idee. Ja, dann machen wir das noch fertig. Dann irgendwann den, Ja. Hören Sie auf zu heulen, machen Sie fertig. Ich mach's fertig, okay. Dann machen wir das noch. Haben wir nämlich noch nie gehabt? Nö, haben wir noch nicht gehabt. So. Haben dann Sie angenommen? Würde ich sagen, ja. Oberboden abtragen, wir wissen ganz genau, was wir machen müssen. Finchi? Genau. Ja? Wir schmeißen uns ins Auto. Ja. Du nimmst den Tanker wieder mit. Genau. Und ich den kleinen Pritschen. Und dann fahren wir mal dahin und schauen es ab. Warum kann ich denn keine Reise dahin machen? Warum zeigt er mir keinen Wegesboden an? Ich schau mal eben. Der hat mir auch nichts angezeigt. Das ist hier oben. Ach so, da muss ich G machen. Okay, alles klar. So, Schnellreise. Ich mache eine Schnellreise dahin. Ich fahr da mit dem Auto hin. Nee, da muss ich hinten rüberfahren und das ist zu doof da. Oder? Ach komm, wir fahren einfach mit. Komm. Haben Sie schon? Na, warte mal, da muss ich eben. Sie können ja ihren Oberboden-Dingsbums, Raupen-Dingsbums da schon mal mitnehmen. Ich habe schon mal G gemacht, ich fahr da mal hin. Okay, dann ziehen wir dann auch noch durch. Sind 4 Schritte, kriegen wir hin. Da geht das Tor einfach zu, das kann doch wohl nicht wahr sein. Boah! Habt ihr die Schleiderei gesehen hier? Schleimerei? Was? Nee, ich bin geslidet. Okay. Nicht geschleimt, was reden Sie denn da? Habt ihr die Schleimerei? Habt ihr das auch verstanden? Ah! Alter, wir brauchen bald neue Reifen, wenn das so weiter. Ich fahre hier mit 100 durch die Stadt, das ist aber ein bisschen gefährlich. Wie mit 100? Oh, ich habe ein Schild umgehauen. Ist das schlimm? Ach, Chefin, die zahlen das, ne? Hier mit 110 durch die Stadt. Ja, die Chefin zahlt das schon. Boah, der Sprinter fährt auch 110. Alter, der fährt hier ein Rennen mit mir. Ich glaub das ja wohl nicht. Dafür haben sie das falsche Auto. Sag mal. Die hat einen Dodge Ram, das läuft. Ja, hab ich. Ah, der musste bremsen, weil die Spur aufgehört hat. Bei dem. So. Ja, sie haben den bestimmt abgedrängt, ne? Ja, hören Sie mal. Waren wir hier schon? Was war das? Aber wir haben auf jeden Fall hier das Windkraftrad hingestellt, ne? Ja, hier wo in der Gegend hier, ja. War das hier? Ja, ich das war hier, ja. Das muss hier gewesen sein. Ohohoho! Der bleibt einfach stehen! Hier war ich noch nie. Oh. So. Ja, Sie vielleicht nicht, aber wir. Hat hier einer einen PKW weggeklatscht? Ja, Entschuldigung. Ja, der war auch selber schuld, der hat die Musik zu laut gehabt. Ja, oh, der wollte wenden. Ich habe noch ein Schild umgefahren, Chefin, Sie zahlen das, ne? Oi! Jetzt liege ich auf der Seite. Chefin? Ja? Ich lache auf der Seite. Okay. Ist das schlimm? So, hier müssen wir den Oberboden abtragen. Ja. Sofort hier hinliefern lassen, sofort. Okay. Und dann machen wir. Und dann ist das weg. Okay. Oberboden, da hat der Finchi hat ja voll die Ahnung davon. Ja. Das macht er mal eben so. Papierraupe, ne? Die lagere ich mal aus. Was? Papierraupe? Was? Ja, genau. Papierraupe, was ist denn das schon wieder? Oh, das sieht hier aus wie ein Bauernhof, kann das sein? Uff. Uff. Ich war da noch nicht. Also der Windrad war woanders drauf. Oh, die ist schon da. Da haben sie aber Schwein gehabt, dass ich nicht da so hin. So, Herr Finch. Aber sie halten auch nichts davon, so Dixie-Klos hier hinzustellen, ne? Wir dürfen bei den Bauern. Wir dürfen bei den Bauern. Was ja, hier, Sie wissen schon, hier ist doch ein Klo. Wo ist denn da? Was Sie haben hier? Hier ist doch eine Toilette. Wo denn? Soll ich denn hier was abtragen? Ach, da. Ich guck mir das mal an hier. Oh, ich muss meinen Helm aufsetzen. Wo ist denn hier eine Toilette? Na hier. Na wo denn? Ja, hier. Wir haben extra die Agrarspülung hier. Agrarspülung?
Hier muss er. Oh, da ist er schon. Oh Gott. Die Füße weggeknallt hier. Ja. 11%. Mehr ist das nicht. Ja, Moment, du musst auch noch hier lang, ne? Ja, ja. Mhm. So, ich wollte schon sagen. Und dann noch hier lang. Und dann hier lang. Und da lang. Und fertig. Genau. Agrarbau. Bin mal gespannt. Ich meine, ich weiß wohl, dass wir mal eine Biogasanlage gebaut haben. Das war's. Das haben wir schon mal gemacht. Gucken Sie mal hier an meinem rechten Handgelenk. Sehen Sie die Narbe? Ja. Ja. Ja, was? Haben Sie mich damals verletzt mit Ihrem Rohr? Jawohl. Also mit dem Rohr, was Sie da in der Hand hatten. Mit diesem Flexi-Rohr. Ja. Das war der Biobau, Biogasanlage, ja. Ich habe sie gar nicht so lange her, sehen Sie, ich habe sie noch ganz roh. Ich habe sie mit meinem Rohr verletzt. Ja, sie kamen mir mit dem Rohr. Wir mussten doch Rohre da legen. Ja, das weiß ich. Dann war ich zu nah bei Ihnen und dann bäm, hauen Sie mir das Rohr voll in die Hand rein, ja. Und das ist immer noch rot, sehen Sie das? Ja, da haben Sie schlechtes Heilfleisch. Aber so lange ist das noch gar nicht her. Na, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das glauben soll, was Sie da jetzt so sagen. Doch, doch. Ich habe nichts getan, nichts Unrechtes. Aber der Finchi noch so am Verzweifeln, weil er so viel baggern muss. Ja, da haben wir ja alle gebaggert wie die Doofen. Mhm. Aber wir sind schon bei 60%, wollte ich sagen. Ja. Wir haben uns jetzt wieder selber was... Wir müssen dann alles in ein Video packen. Das heißt, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr ein Video, was dreiviertel Stunde lang ist oder eine Stunde. Aber das werden wir schnell hinkriegen jetzt. Hoffe ich. Ja, ihr wollt ja immer längere Videos. Kriegt ihr. Jetzt kriegt ihr eins. Jetzt kriegt ihr, jetzt so ein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, jetzt muss er hier noch einmal Was? Nix. Was? Einmal was? Einmal blasen? Was? Schon gut. Schon gut. Was? Ist ja schon gut. Gott hilf Fischer. Kann sich auch mal vertun. Oh mein Gott. 93, 94. Das schaffen. 100. Und was müssen wir jetzt? Was machen Sie denn da? Fliegen. Wir müssen den Bereich in Räumen. Den Bereich in Räumen? Ja, Herr Finch, einmal herunter. So, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich gehe runter. Ja. Katsching. Oh. Dies liefern und das ist Chefin Sache. Das ist doch Ihre Sache. Also, ja. holen Sie den raus. Und liefern Sie den Kies. Dann müssen wir auch verdichten wahrscheinlich, oder? Kann ich schon mal die Verdichter holen, glaube ich. Meinen Sie? 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 Haben Sie? Rein zufällig. Rein zufällig? Die Black Task gesehen? Ach, das ist ja schon uralt. Ich warte jetzt mal, ich mache erstmal nichts. Ich lasse die jetzt erstmal da den Kies verteilen und dann schaue ich mal, ob ich das verdichten muss. Aber ich glaube ja. Das sieht ja aus, als ob sie alle Steine einzeln hinlegen. Kann das sein? Was machen sie denn da? Das war ja wohl Kacke jetzt, ne? Na egal, ich lasse erstmal machen. 70, oh, das geht aber schnell. 80, 90, guck mal. Ist gleich schon fertig. Jo. Katsching. So viel zu dem Thema. Ja, ist ja gut, ich habe ja nichts gesagt. Katsching. Nee, noch nicht. Jetzt gehe ich runter, jetzt gibt Katsching.
Verdichten. Kannst du mir den Verdichter holen? Ja, mach ich. Ist ja mein Job. Ich bin ja der Mann fürs Verdichten hier. Machen wir mal eben schnell verdichten. Wo hast du ihn? Warte, kommt. Ja. 300. Ey, jetzt wird man nicht kleinlich. So, lass mich mal da rein. Ich bin der Mann des Verdichtens. Oh, schön. Was? Na, ob er das auch so schnell schafft mit dem Verdichten? Hm. Was wollen Sie jetzt damit sagen? Was wollen Sie? Dann wollen er jetzt das, keine. Was Sie, das, was Sie haben ja im Endeffekt dann alles nur abgeschüttet. So, pass mal auf, ich mache jetzt hier Verdichten. Hören Sie auf, ehrlich? Ja. Meinen Sie so? Ja. Hm. Klingt euch gut. Schön, ne, Herr Finch? Absolut. Ja. Das kann er. Wenn er sonst nichts kann, ne? Aber das kann er. Das kann er. Tut Ihnen was weh? Ja, hören Sie das nicht? Nein, ich bin im Verdichter, da höre ich das nicht. Ach so. Ich bin der Verdichter. Ja, du bist ich. Bitte? Was stimmt denn da nicht mit ihm? Was haben wir denn? Was? Ja? Stimmt nicht. So, jetzt fahren wir dann noch lang. Ja, Leute, wir haben ja noch einen Meilenstein, ne, vor uns. Den müssen wir ja auch noch erfüllen. Und der wäre? Ja, die 5 Millionen. Der wird aber schwierig. Also unter den normalen Kampagnen wird das wohl nicht mehr klappen. Es sei denn, die machen die ganzen kleinen Nebenaufgaben noch. Ja, müssen mal gucken. Ja, wie mal gucken? Vielleicht, ich weiß ja nicht, was der Flugplatz bringen würde, wenn wir den dann irgendwann machen. Genug. Wenn sie den natürlich wieder auf hart machen, dann bringt der aber keine 5 Millionen, sag ich. Oh ja, allein die Landebahn 1, die würde schon 2 Millionen geben. Ja, da hätten sie es ja schon. Ja, ja, aber ohne Ausgaben. Ja, wir haben halt trotzdem 2 Millionen. Das sollte wohl so verlucken. Dann haben wir ja noch die anderen Dinge. Also ich denke mal, wenn der Flugplatz fertig ist, dann haben wir alles. Oh, fertig. Ja, einmal den kleinen Bagger. Den kleinen Bagger? Den ganz kleinen Bagger. Sie möchten den ganz kleinen Bagger haben? Haben wir schon. Die haben wir schon. Den von Sunny? Ja. Dann lasse ich ihn den mal kommen, den kleinen Sunny-Bagger. Also sitzt er schon drin. Sitzt er da schon drin, ne? Ich
War mal schneller wie sie. Ja. Ja. Oh, der ist aber sehr klein. Ja, ist ja der Kleine hier. Der ist aber sehr klein. Der kleine Backel. Fotomodus! Oh nein. Noch funktioniert. Der kleine. Soll ich die Pflanzen schon mal kaufen? Kleine nein, 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 übertreiben sie nicht. Haben sie eigentlich ihren Kühlwagen hier auch? Wen habe ich hier? Ja, ihren kleinen Fritschenwagen. Ja, sie habe ich ihn hier. So. Der ist immer auf der Baustelle. Der ist immer dabei. Ja. Immer. 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 Also, wie gesagt, Leute, ihr wollt eine längere Folge, ihr kriegt eine längere Folge. War schon ein süßer kleiner Bagger, ne? Ja, wäre schon knuddelig. Aber trotzdem hätte ich gerne einen, der von oben reingreift. Das stimmt, ja. Und nicht so eine Kacke hier. Ja. Weil das ist sinnfrei. Ich meine, der funktioniert ja auch, aber das ist nicht so von oben reingreifen. Und fertig. Ihr wisst schon, was ich meine. Nimm die gelben Streifen weg danach. 100. 100. Ich geh mal hier rein. So. Warum gehen Sie da rein? Er muss noch zwei andere Löcher machen. Ja, ich kann auch hier drin bleiben. Was soll das denn wieder? Er hockt im Loch. Ja, ja, ist klar. Ah! Aua! Aua! Was? Hoxton im Loch? Sagen Sie mal, was ist mit Ihnen los? Was stimmt mit Ihnen nicht? Ja, auf der Linie. Genau, Sie gehen auf den Strich gehen. Ja, ich auch. Ich auch. Was soll denn das? Was denn? Auch. Warum sagen Sie das? Wir haben ja dieselben Arbeitsschuhe, ne? Ja, ist 100. Von der Firma halt, ne? Meine Güte, markierten Arbeitsbereich räumen. Ach, deshalb sind sie da reingekackt. Was? Geh doch mal rein. Wo rein? So, jetzt kommt die Pflanzengrube. Da hinten wird das hingeliefert. Ich bitte euch. Das kann nicht euer Ernst sein. Da muss ich mit dem Pritschenwagen ja hier hinfahren. Alter, wahrhaftig. Ich spring schon mal in die Karre rein. Fahr den schon mal dahin. Weil ich kann mir jetzt die Bäume gleich hier so. Ich fahr da schon mal hin. Pass auf, da kommt die gleich wieder an und sagt wieder. Kann ich schon mal die Spundwände öffnen? Ja. Spundwände! Oh. Ich hab das mit Schilder heute. Ich weiß auch nicht. Naja, ich warte mal. So, Herr Hoxton, bleiben Sie hier? Ja, ich bin doch hier. Ja, kommen Sie hin. Warum? Ich bleib hier mal so lange hier drin, bis der Finch runter ist. Warum denn? Ja, ach so. Markiert. Ja, ich hab schon verstanden. Ja, ich komme ja schon. Oh, hier sind Anhänger, zwei Stück. Oh, der hat mich an Fuß. Bin drin. So, dann gucken wir mal. So, ich gehe raus. Ja. Katsching. Katsching. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bäume. Jawohl, ich bestelle. Jawohl. Ich kaufe. Ich werde die aufladen. Mal gucken, wo sie sind dann. Ah. Aber ich muss ja abwarten, wo sie die hinpackt hier. Die haben das so lang gezogen, die Geschichte hier. Da. Ey Leute, kann das sein? Da hinten? Es kann nicht sein. Guck mal, wie lang das ist. Naja, laden wir die mal auf. Kannst du den so in der Hand nehmen? Normal kannst du den in der Hand nehmen und da reinwerfen in das Loch. Ja. Da warten Sie mal die Spundwände runter, warten Sie. Wofür? Dann sehen Sie das besser. Spundwände. Wo haben Sie das her? Sie müssen das, da haben Sie sich doch nicht selber ausgedacht. Spundwände. Alter, Spundwände? Nicht so viel.
So, der erste Baum. Warum sagen Sie das jetzt so komisch? Wieso? Verstehe ich nicht. Verstehe wieder nicht, was Sie sagen wollen. Wie jetzt? Das ist der erste Baum. Was soll das? Was ist da los? Warum lachen Sie denn? Herr Finch, sagen Sie mal was. Was denn? Was ist denn da los wieder? Ja, warum redet der so komisch? Ja, ich hab doch nur gesagt, der erste Baum. Was soll denn das? Jetzt fang du auch noch an, Finchi. Ich hab doch nur pfff gemacht. Ja. Nee. Der erste Baum, das war der Hoxen gerade. Aber ist okay. Du bloß da. Was ist denn, Jogurette? Was ist denn los? Wie, Duplo, Logorette? Chefin, essen Sie mal einen Snickers. Sie werden schon Sie werden schon wieder, Sie werden schon wieder komisch. Essen Sie mal einen Snickers. Echt? Ich hab keinen Snickers. Jetzt hören Sie auf, mich zu ärgern. Holen Sie sich eine PlayStation 5, Mensch. Was soll essen, das? Essen Sie doch mal was Vernünftiges. Essen Sie doch nicht immer so Papier oder sowas. So Löschpapier. Ach, Herr Finch, was haben Sie eigentlich zu Weihnachten gekriegt? Eine M2? Haben Sie mich aber schon mal gefragt. Genau, das stimmt. Ja, aber weil da war doch was mit einer Grafikkarte auf irgendwie Hinterkopf. Nein, eine M2 habe ich gekriegt. Eine M2? Eine fette? 2 Terabyte. Oh, okay. Okay. Na, da habe ich 3 Stück von. Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, der muss wieder ein draufsetzen. Mann. Hey. Ich habe nichts draufgesetzt. Doch. Nein. Ja, was? Was ist mit dem Herrn Hoxton? Was ist mit dem? Er muss immer auf die Kacke hauen. Klugscheißer-Modus, ne? Das wollen Sie doch jetzt sagen, ne? Leute, wartet mal eben, ja? Ja, ich warte eben. Ja, nicht weitermachen. Nicht weitermachen? Aber wie soll ich das sonst verstehen? Warum? Kann doch aufladen. Hm. Warte mal, ich muss mal eben den Baum hier... Ich hab die Bäume ziemlich komisch hier gefunden. Aber darum geht's ja nicht. Oh, 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 die Bäume, die machen aber nicht das, was sie tun sollen. Die Bäume. Du bist meine Sonne Blume. Oh nein. Oh, du bist meine Sonne Blume. Na, warte mal. Warte mal, den letzten Baum werde ich mir auch noch reinhauen hier. Oh, du meine Sonne Blume. Was ist denn da vorne für ein Feld eigentlich? Was ist da drauf? Man, Sie als Bäuerin müssen das eigentlich wissen. Nein, Sie sind doch der Erfahrenere. Ja, das stimmt allerdings, aber trotzdem. Ja, von hier hinten kann ich das aber nicht sehen. Da müssen Sie mal hingehen. Ja, kann ich ja gleich machen. Ja. So, ich geh mal gucken. Können wir auch mal gucken. Kommen Sie mit, Herr Finch. Ich gehe mal gucken. Oh, da ist ja... Was ist denn das? Ich gehe mal gucken. Mais? Das sieht doch sind Mais. Mais. Hm? Und? Was sind die hier? Kürbisse. Kürbisse? Ja. Okay. Und eine Vogelscheuche. So, ich fahre die Bäume mal dahin. Die sind zwar ziemlich komisch, habe ich die abgeladen, aber naja. Und andere Seite sind auch Mais? Kann ich so nicht sagen. Hm. Ja. Ja, ich glaub. Ja, ja. Yes. Wird denn Mais nur als Fütterungsmittel? Ja, du kannst es sowohl als ob, ne? Futtermais oder eben halt für Popcorn, ne? Echt? So viel Popcorn? Nein, natürlich auch für andere Sachen. Ja, logisch. Wollen Sie die Spundwände wieder öffnen? Ja, ich öffne die Spundwände. Warten Sie. Ja, dann kann ich nicht immer vorfahren. Sie wissen das aber, ne? Wenn Sie die Spundwände öffnen, kann ich nicht vorfahren. So, ich habe die Spundwände. Ja, ich habe es gemerkt. Das wäre nicht nett. Aber wenn Sie zurücksetzen, dann geht die automatisch wieder zu. Ja, das stimmt aber. Jetzt haben Sie recht. So, ich werde den ersten Baum mal absetzen. Ne, einsetzen. Ne, absetzen trotzdem.
Ihr wolltet eine längere Folge. Ja, genau. Ihr kriegt eine längere Folge. So. Oder wie der Finch zu sagen folgt. Einen Moment, ich kann nicht. Wünscht euch nichts, was ihr nicht haben wollt. Hat er doch mal gesagt, oder? Nein, nicht wahr, oder? Ja, ich glaube so. Vorsicht! Ja. Dann werde ich ihn da hinten auch noch hinkriegen, oder? Ja klar, die nächste kriegen sie auch noch. Oder wie der Finch zu sagen pflegt, ein Finch ohne Länge gibt es gar nicht. Kann man so eine Scheiße labern. Ausdauer. Das ist das magische Wort, sagt der Hoch. Jawohl, das stimmt. Aus? Leute, ich muss abbrechen. Ah, okay. Wie? Du musst brechen? Warum? Nee, abbrechen. Dir schlecht? Nee, ich habe gerade andere Probleme. Alles klar. Dann mach das. Ich wünsche dir was. Wir machen hier den Rest noch weiter, ja? Dann, ne? Alles klar. Ja. Jo, ja, tschö. Ciao. So, dann machen wir das eben weiter hier, den Rotz. Ja, ist ja unser Geld, ne? Ja, ja, sicher. Ich werde das ja jetzt hier nicht lassen. Eigentlich hätte der Finch mich fragen müssen als Chefin, ne? Ob er das überhaupt darf. Ja, wer weiß, was ist. Also deswegen ist das schon in Ordnung. So. Ja, wahrscheinlich. Oh, ich glaube, irgendwie bin ich verkehrt hier. Machen Sie mal Tag, ey. Was ist denn hier los? Schon wieder, ja, genau. Schon wieder im Dunkeln eigentlich? Hier arbeiten. Wo denn das? Ja, Leute, ihr bleibt dabei. Auf jeden, ne? Fall, das wird länger, Alter. Wie Jo hat ja gesagt. Ja, ob ihr eure Tage kriegt oder nicht. Genau, ob ihr eure Tage habt oder nicht. Wir sind bei 47%. Ich fahre mal ein Stück vor. Ja, lass das jetzt. So. Und stopp. So. Die Spundwinde. Ja, die Spundwinde kommen. Ja, die kommen nicht, die sollen ja. Ich mach die Spundwinde runter. Ja, ich verstehe. Unterlichtteile sind auch da, jawohl. So, die beiden Bäumkes noch. Und schwubbeliwupp. Und einmal. Hi. Aber wie gesagt, Leute, Real Life geht vor. Ja, das habe ich auch gerade so. Auf gedacht. Jeden Fall. Also das geht ja gar nicht. Von daher. War es ein Scherz, was Sie gesagt haben. Ja, logisch. Da. Oh. Reicht mit Erde verfüllen. 50% haben wir. Dann setze ich mich mal in den Wagen. Ja. Verfülle alles mit Erde. Und ich fahre hier runter. Und den Bereich hier? Ne, da hinten. Ja, Moment, normal können sie das doch reinschieben, oder nicht? Ach so. Ach so, da, ja. Eigentlich brauchen sie das hier nur nehmen, die Haufen hier und da reinschieben. Ja, schieben. Machen sie mal einen Schieber hier. Ich glaub mal angucken. Genau, sie schieben das einfach mal da rein. Da hat er mich jetzt aber hier gut geparkt. Also ja. Soll ich den Weg fahren? Kommen Sie, ich fahre den Weg. Kann noch fahren. Ich kann noch fahren. Sie müssen doch hier ran. Wir müssen das doch von hier wegschieben. Passt doch, gehen Sie weg. Na gut, wenn Sie das sagen. Da bin ich mal gespannt, ob Sie das genauso gut können. Ja, natürlich. Da bin ich ja mal gespannt. Da machen sie mal ein Loch da. Super machen sie das. Sie sollen nicht tief graben, sie sollen einschieben hier. Kommen sie von der anderen Seite hier. Machen sie von hier. Da macht ja keinen Sinn, was sie da jetzt da treiben.
Ja, ich will ja 3 Kilometer damit laufen. Ja, genau. Da macht sie hier der Boden hier. Guck mal, da macht sie hier. Also, nee. Nee. Bursche. Das geht doch nicht, was sie da machen. So, ich schieb sie doch da rein. Ja, mir fällt die Übung, ne? Ja, das stimmt, weil sie das nie gemacht haben. Ja, einmal, glaube ich, oder so. Ich weiß. Naja, auf jeden Fall schieben sie jetzt von da in der Loch. Genau, in das. Einfach nur rein. Ich glaube, da müssen wir doch Erde, oder? Nee. Ich glaube, wir müssen echt Erde holen. Komm her. Ich kipp das einfach da rein. Und wenn das nicht klappt, ne? Normalerweise macht man das so. Bereich mit Erde verfüllt. Ich kaufe jetzt Erde. Ich setze mich jetzt in den Kipper. Und kaufe jetzt Erde. Befüllen mit Kies, Sand, Erde. Ich habe keine Berechtigung, Erde zu kaufen. Ich habe keine Berechtigung hier, das da reinzuschieben, verdammt. Wir müssen mir die Berechtigung geben, dass ich hier Erde. Ja, dann mach doch auch. So, fahren wir ein Stück dahin. So, mal gucken. Versuchen wir, befüllen mit Erde. Ich kipp ab. Jawohl. Ich habe, glaube ich, auch keine Berechtigung, glaube ich. Das sieht ja gar nichts, ey. Da passiert ja gar nichts. Los. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich habe da jetzt die Erde da reingekippt. Ja, sie haben ja auch nichts da reingemacht. Bis jetzt. Sie schieben das ja nur zum Haufen hoch. Aber sie kippen nur da rein. Ja, da passiert Ende. Aber nichts. Nee, ja. Ne? Was ist da los? Na, 3%. Wow, ja. Dann müssen wir doch die Erde nehmen, die hier bei ist. Ich denke mal schon. Versuchen wir mal. Aber die 3%, die sind ja nicht gekommen. 11, 12, ja, sie machen das. Lass das Ding mal hier so. Ich ja, mach ja. Dat. Mach mal weiter. Da siehst du das? Das hast du da rausgenommen. 17, 18, 19, 20. Schon geil, ne? So, naja, wenn das so funktioniert, ist ja gut, ne? Also, war das Kaufen von der Erde Schwachsinn, was ich gemacht habe. Na egal. Naja, geht aber weniger, gucken wir mal. Es nimmt wieder weniger Maße an. Also, du sollst ja auch reinschieben. Das mache ich und nicht ja. Raus. Da sehen Sie das? Mm. So. 40% haben Sie schon. Ja, was machen Sie denn da? Sie nehmen das ja wieder raus. Ich heiße nun mal nicht Finch. Ja, genau. Aber Sie hatten gerade 40%. Ja, ich weiß.
Jetzt schiebt halt nicht von der anderen Seite wieder weg. Weil du machst nur ein Loch. Mehr machst du nicht. Ja, so kann man das auch machen. Einfach reinfahren. 44%. 48. Manchmal macht das ja Sinn, was sie da so macht. 50%. Gucken Sie mal. Ja, gucken Sie mal. Sie sind einfach nur durchgefahren, ne? Jetzt fahren Sie mal von der anderen Seite durch hier. Leute, wie gesagt, ich muss es wiederholen. Ihr wollt eine längere Folge, ihr kriegt eine längere Folge. Die wird verdammt lange. Ich werde sie glauben. Nimmt sie wieder raus wahrscheinlich? 54%. 55. Guck mal da. 57. Tja. 56? Ja, sie hatten gerade 57. Sie nehmen wieder raus. 60? Ja. 60. Nicht weiterfahren! Was denn? Geht doch mehr. Ja, aber wenn du weiterfährst, dann schiebst du es ja wieder raus. Ja, ist schon klar. Du siehst doch selber, dass das Loch hier kleiner wird. Ja. So, also musst du jetzt von der anderen Seite das hier reinschieben. Von da, hier. Hier. Hier und da. Also, mach mich fertig, ey. Das ist einfach nur hin und her fahren, was du da machst. Ach so. 70. Von hier? Ja. Einfach nur hin und her. Von hier hin. Komm her jetzt. Ja, ist ja gut. Fahr hier den. Schieb das da rein. Kann die so schwer sein. Das sind nur 30%. Weil du machst das so tief immer, dass du da noch größere Löcher machst. Ach du Scheiße. Alter. Okay, wir schieben es ein bisschen. Habt ihr das gesehen? Ja, weiter. Jetzt machst du wieder weniger. Gleich mache ich wieder mehr. Ich wäre froh, wenn das schon fertig wäre. Ja, zieh weiter durch. Also irgendwie ist das nicht so der Weg, den wir da, glaube ich, gehen sollten. Aber seltsam, oder? Gehen Sie mal zur Seite oder ich fahre um Sie rum. Weil irgendwie wird dann immer weniger statt mehr. Du darfst ihn auch nicht so tief machen, weil sonst gräbst du alles wieder raus. Einfach so. Naja, könnte klappen. 79, 80? Fahr doch einfach mal hin und her, ey. Da solltest du einfach nur da durchfahren. Einfach so, ja, ne? Ja, scheint ja zu klappen. Genau. Dreh mal auf die Stelle und jetzt fahr nochmal über den Hügel darüber. Weiter, geradeaus. Ne, hier rüber. Hier rüber. Ach so, über den, hier. Über den kleinen hier. Sind nur noch 8%. Nee. Du machst das wieder leer dann. Weiter. Ah. 100. Oh, Gott sei Dank. Fertig.
Gott sei Dank ist das Pferd. So, wir müssen alles runterfahren jetzt hier. Dann räumen wir mal. Agrarbau. Ja, haben wir noch nie gemacht, ne? Wer weiß, wofür es gut ist. So, mal gucken. Findest du deinen Lieblingsbagger hier? Ach so, haben sie schon, okay. Minuten. So, ihr Auto. Aber ihr wollt eine längere Folge. Ja, die kriegt ihr jetzt. Ihr kriegt eine Länge. So, ihr Auto noch. Ich bleib hier drauf stehen so lange. Und dann gucken wir mal. 62% haben wir. Dann komme ich mal zu Ihnen und dann schauen wir mal, was jetzt kommt. Ja. Katsching. Aufreißen? Ja, mit dem Ding hinten der dran, ne? An den Dingen hier. So ja, dann mach mal. Dran. Mit dem Ding da hinten dran einfach nur durchfahren. Versuch das mal. Hab ich noch nie gemacht. Ja, dann machen wir jetzt erst einmal. Wir reißen jetzt mal auf. Sie reißen jetzt zum ersten Mal was auf. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Leute, ihr wollt eine längere Folge? Die kriegt ihr jetzt. Einmal komplett durch. Genau, dann haken sie mal ein da. Und dann reißen sie mal auf hier, die Scheiße. Ich reiße auf. Wie geht denn das? So? Ja. Ja, genau so. Könnte sich aber auch eine Stunde haben. Sagen Sie ja, das, weil das jetzt? Wahrscheinlich so sein wird. Aber vielleicht braun. Nein, wir halt bleiben natürlich dabei, Jungs. Leute, ich habe ja gesagt, wenn es eine Stunde wird. Ah, sind ja nur vier Bauabschnitte. Dauert ja nicht lange. Aber du hast das wahrscheinlich auf hart gemacht, ne? Nein. Diesmal nicht. Aber ich wusste nicht, dass es hart ist. Ich möchte nicht wissen, wie lange das dauern würde, wenn wir das auf hart gemacht hätten. Ja, vor allen Dingen da das Verfüllen. Oh ja. Das ist aber interessant hier mit dem Aufreißen. Wohl vor wie im Eisparadies hier. Wissen Sie, wenn der Glättewagen durchfährt. Ja, aber der Glättewagen fährt eine saubere Spur als Sie. Ah, danke schön. Wollen Sie mir mal vormachen, nein, wie der nein. Das macht? Ich kann kein Schlittschuh. Was können Sie, kann Sie ich nicht? Darf ich? Ja. Dürfen nicht aufreißen. Fahren Sie mal hier an der gelben Linie lang. Komplett, weil sie jetzt machen ja, erstmal hier in der Mitte Platz auf. Dann ist, guck sich das mal an. Ja, ist ja auf V, dann sehen Sie das. Sie haben hier noch alles rot hier. Die gelbe Linie kommt zum Schluss. Ich muss immer einen Blick auf den freien Speicher haben. Ja. Weil das könnte ganz schön knapp werden. Ach, ja, von wegen. 437 Gigabyte noch. Das ist nicht mehr viel. Kriegen wir hin. Kann sagen. Dadurch, dass ich in einem durchfahre, ist das alles ganz gut sein. Ich glaube, ich werde das wohl nicht mehr schaffen mit der Aufnahme hier. Ach, klar. Nein, ist so. Gleich ja, sicher. Hier.
Noch nicht mal 50%. Wieso? Das ist der dritte Arbeitsschritt. Ja, aber wäre schön, wenn sie fertig werden würden. Ich werde doch fertig. Bleiben Sie mal Isai. Reden Sie doch mal vernünftig. Isai. Was ist denn mit Ihnen los? Kann wohl nicht wahr sein. Isai. 50% haben wir doch schon. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Geh doch schneller. So. Wo sind ja auch V, Leute, das ist doch schlecht. Was? Ja, nicht was? Haben Sie jetzt gesagt, drücken Sie auf V, dann wird Ihnen schlecht? Aber ich reiß doch auf. Das ist ja. Erste Mal, dass ich in meinem Leben was aufreiße. Hab ich ja gesagt. Komm Leute, jetzt gib mir hier 100%. Ja, da fehlt aber noch ein bisschen was. Es geht mir ja nicht darum, ob du schon bei 70%, es geht darum, dass ich nicht mehr allzu viel Platz habe auf der Platte. Darum geht's. Ich weiß, das ist mir egal, weil also, das beende ich. Ich habe kein Problem damit. Dann ist das so. Ich werde hier nichts zusammenschneiden. 74? Ja toll. Ich wäre froh, wenn das schon 90 wäre. 76 76 77. Wie gesagt, ich habe noch nie was aufgerissen. Oder haben wir schon mal was gemacht? Ja, erster Mal jetzt. 78? Ja, das hilft mir nicht. 414 Gigabyte noch. Ja, 400 Gigabyte reicht. 79? Woher willst du das denn wissen? Ja, aber das reicht. So groß wäre nicht. Na, ja, dann wie war's jetzt? 80! Yeah! Oh 83! Alter! Fahr die gelbe Linie lang, Mann! Gleich zum Schluss. Sonst wären wir hier nicht fertig. Mach das zum Schluss. Das sind die letzten Meter. 85. 86. 86. Das ist dann, was die früher mit dem Grubber gemacht haben. Ja, ne? Im anderen Spiel, ne? 87, obwohl der Gruber damals effektiver war. Herr Ochsen, ich habe mal eine Frage. Mir hat jetzt letztens jemand erzählt, dass die Bauern ihre ganzen Höfe kaputt oder ihre Felder kaputt machen, weil die halt nicht tief
genug. Und dann würden sie sich unter den Feldern durch die ganzen Landwirtschaftsgeräte eine steinharte Schicht bilden, wo das Wasser nicht mehr abfließt. Kann schon sein. Okay. Weil der Gruber würde nur 30 Zentimeter Boden gehen. Ja, natürlich. Wenn du noch tiefer gehst, kommst du auf Gesteinsschichten, oder nicht? Also. 89. Fahr doch hier rüber, hier wo ich stehe. Da bist du noch nicht einmal rüber gefahren. Ja, hier wo ich stehe. So, da, ja, da wollte ich ja eigentlich gerade, aber dann hast du gesagt, ja, das ist auch wichtig. Mach einfach, mach einfach. Du musst jetzt nicht wieder mal abbrechen, wo du jetzt. Mann. %91. Ja, schön. Das ist das erste Mal, dass ich hier aufreiße. Im Leben. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Boah, Leute. Ich krieg einen am Kopf. 75% erst. So, fahr mal runter. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Ja, ich geh mal runter. Ja, ich auch. Agrarbau. Sprich mit dem Vorarbeiter. Ah. Oder? Wo ist er denn? Da, hier steht er. Da hinten. Nachbesprechung, wir haben es geschafft. Ich werde bekloppt. Du bist aber ein anderer Vorarbeiter, ne? Du bist nicht der Harpe. Ja. Nee. Okay, quatsch mal mit dir. Agrarbau. Ja, Freunde, so sieht das aus. Da haben wir deshalb, wir haben das gegrubbert sozusagen für den Mais, für das Maisfeld. So, ich lager eben ein, dann fahren wir zum Betrieb, machen wir eine Schnellreise. Ja. Lagern Sie alles ein, wir fahren nur mit Ihrem PKW. Jawohl, verstanden. Ah, jetzt habe ich den PKW eingeladen. Was ist das denn? Ja, der steht doch hier. Ich laber da nicht rum. Alles einlagern. Was war denn da noch? Das steht doch hier alles. Alles hatten. Die macht mich fertig, ehrlich. Den Tankwagen noch. Kleinen Pritschenwagen einlagern. Ach, den auch noch, ne? Und die den Verdichter einlagern. Verdichter? Wo ist denn der Verdichter? Steht doch hier. So, los jetzt. Kommen Sie. Die fahren. Jawohl. Und los. Jawohl. Ihr wolltet eine längere Folge. Ihr kriegt eine längere Folge. Ja. Da. Warten Sie, ich fahr vor. Jo, so, ich nehme mal den Helm ab. Was sagen Sie dazu? Agrarbau. Naja, okay, gut. Wenn man jetzt genau wüsste und hin und her. Aber wir wollten es unbedingt machen, wir haben es gemacht. Genau. Da habe ich auch mal Geld. Genau, sehen Sie mal. So, und wir schaffen es genau 55 Minuten die Folge. Ja,
dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, hey, da ist ein Flugzeug in der Luft. So sieht's aus. Also Leute, macht's gut. Tschüss.